Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind immer noch in der Arche der Yamato, was heißt immer noch? Wir konnten nur noch in die Arche der Yamato und ich denke, es geht jetzt zum großen Ende hin. Okami Amaterasu. Schon? Wahrscheinlich schön, dich mit meinen eigenen Augen sehen zu können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Freude mir das bereitet. Es schmerzt mich, dass ich nicht bis zum Ende bei dir bleiben kann. Aber ich weiß, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Jetzt werde ich mich den anderen anschließen, aber ich werde dich niemals vergessen. Und auch nicht, wie wir zusammen auf den Feldern unserer Heimat spielten. Ich bete, dass du immer hell scheinen wirst, Amaterasu. Das war unser Händler. Und da geht's jetzt hoch. Da bist du ja, Amaterasu. Ich dachte, ich könnte das erledigen, bevor du ankommst. Aber wie es aussieht, habe ich mein Limit erreicht. Hehe, das bringt Erinnerungen zurück, nicht wahr, Darling? Erinnerst du dich, wie wir gemeinsam auf der göttlichen Ebene Orochi gegenüberstanden? Sieh, es ist in Finsternis verhüllt, aber mach keinen Fehler. Das ist niemand anderes als Yami, der böse Herrscher der Finsternis. Er war es, der die göttlichen Wesen an Bord dieser Arche ermordet und Unglück über das Land der Sterblichen gebracht hat. Natürlich ist es zu dunkel, um seine wahre Form zu sehen. Und so beginnt es. Der verfluchte Tag der Finsternis ist da. Was geht jetzt ab? Hat er meine Pinseltechniken geklaut? Verzerrung in Raum und Zeit erzeugt dieses Phänomen. Dieses unglücksbringende Ereignis findet nur einmal alle 100 Jahre statt. Niemand, nicht einmal die Götter, haben die Macht, es aufzuhalten. Das soll Yami sein, eine Robbe? Trotzdem werde ich standhaft bleiben und diesen Kampf bestreiten, weil ich es war, der die Arche der Yamato auf die göttliche Ebene gebracht hat. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das Böse in seinen Tiefen lauerte. Ich habe den Tod von zahllosen, unschuldigen, göttlichen Wesen verursacht. Und ich habe einen Fluch über das Land der Sterblichen gebracht. Wie auch immer, ich kann weder meine Taten noch die Vergangenheit rückgängig machen.
Amaterasu? Orochi kann nur durch die Macht des Auserwählten besiegt werden. Das war es, was ich dir gesagt habe. Und du hast ohne Fragen zu stellen auf mich gewartet. Du hast geduldig in diesem Land der Sterblichen gewartet. Du hast auf den Tag gewartet, an dem Nagi der Auserwählte geboren wurde. Du hast an mich geglaubt, obwohl du wusstest, dass ich ein Angehöriger des verfluchten Mondstammes bin, der aus dem Reich des Mondes geflohen war. Ich war tief bewegt von deinem aufrichtigen Geist. Darum hat mein Glaube an dich seit diesem schicksalhaften Tag, an dem wir Seite an Seite gegen Orochi gekämpft haben, nie gewankt. Amaterasu, du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren. Du musst dorthin zurück, um dieser Welt den Frieden zu bringen. Tja, der hat jetzt einen Abflug gemacht. Gut, wie kämpfen wir? Er hat einen Hammer, okay. Das Problem ist, ich habe keine Tinte. Okay, wenn ich da runterfalle, dann tue ich mir wahrscheinlich nur selber weh. Ja. Er wird ja irgendeine Schwäche haben. Au. Wow. Und da fahre ich wieder einen Abflug. Ha! Okay, da ist eine Pinseltechnik zu mir zurückgekehrt. Und damit auch meine Macht. Yay. Wiedergewonnen, Restauration. Damit kann ich die Löcher stopfen, die er gemacht hat. Und jetzt kriege ich noch was zurück. Wieder gewonnen, Kraftstreich. Okay, er holt Raketen. Er gehört nicht zur netten Sorte. Und was kriege ich jetzt zurück? Wieder geworden. Grüner Daumen.
So, ich glaube aber nicht, dass das schon alles war hier. Okay, er wechselt seine Farbe und damit seine Phase. Löschen kann ich ihn leider noch nicht. So, jetzt kriege ich aber hoffentlich meine Wasserfähigkeit zurück, mit dem ich ihn löschen könnte. Wieder gewonnen. Kirschbombe. Nein, ich kann ja mal eine Kirschbombe in ihn reinpflanzen. Jetzt kriege ich was zurück. Wasserstrahl, ja, jetzt habe ich den Wasserstrahl wieder gekriegt. So, was kriege ich jetzt zurück? Wieder gewonnen Mondschein. Nebenbei kann ich hier mal kurz spicken gehen. Ich habe doch jetzt einen neuen Bestiariumseintrag, oder? Yami. Diese schreckliche Wesenheit wird auch der leere Tod genannt. Er strebt die totale Vernichtung an. Seit Ion befindet er sich im Streit mit der Sonnengöttin. Der Krieg fliegt wohl so beschrieben. Yamis Zerstörung wird von der Wiederherstellung der Sonnengöttin gekontert. Okay. So, das war die Phase. Es ist natürlich klar, dass noch eine Phase kommt. Slot Machine. Ja, wie halte ich dich an? Oh, das war zu spät. Okay, ich werfe einen Knochen ein. Das mag er absolut nicht. Das kriege ich jetzt zurück. Sturmwind. So, was kommt als nächstes? Ah, wieder das. Und wieder eine Fähigkeit. Yay. Wieder gewonnen, Inferno.
Okay. Blitze zurückschleudern, das ist okay. Au. Bomben. Bomben sind nicht komisch. So, nächstes. Was wir zurückkriegen? Nebelschleier. Das heißt, wir können jetzt den hier machen. So, was kriegen wir diesmal raus? Oh, wieder mal Bomben. Und Feuer. Feuer ist nicht so toll. Und das hier wieder.